Hallo meine lieben Freunde, heute soll es mal ganz schnell um ein Thema gehen, das mich ein bisschen aufregt, und es geht um die Oscars. Ne? Also die haben vermutlich gerade mitgekriegt, dass mein Puls schon wieder gegen 180 geht, deswegen schicken sie ja schon den Notarzt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, das erfolgreichste, jetzt kommt sogar der Rettungshubschrauber, unfassbar. So schlecht geht es mir doch gar nicht. Wir ziehen das trotzdem durch. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, erfolgreichster Film, beziehungsweise der Film des Jahres, bester Film, Kategorie ausgezeichnet, Oscars, The Green Book. Für alle, die The Green Book noch nicht gesehen haben, da geht es im Grunde darum, dass ein weißer, rassistischer Prolet einen reichen, kultivierten, schwarzen Pianisten durch die Südstaaten von Amerika fährt, um ihn quasi so zu beschützen. Ja, er ist quasi der Schläger, der verhindern soll, dass es in einer Zeit, in der es für rassistische Ressentiments in den Vereinigten Staaten noch viel, viel mehr Raum gab. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es 50er, 60er? Da fehlt mir gerade die Erinnerung. Also quasi in einer Zeit vor unserer Zeit, ne? In einem Land vor unserer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis, dass diese Person als eine der ersten Künstler schwarzer Hautfarbe auftreten kann. Und innerhalb dieses Films treffen zwei Welten aufeinander. Wir haben nämlich den Unterschichtenprolet, der ein Problem mit der Hautfarbe oder mit Nationalitäten, also Problem mit allem hat, was nicht italienischer Abstammung ist im Endeffekt. Und dann haben wir den Snob, der ein Problem mit Leuten aus niederen Schicht hat, die sich nicht kultiviert ausdrücken, kleiden und so weiter und so fort. Die prallen aufeinander, sind in einem Auto zusammengesperrt und innerhalb des Films schaffen sie es, diese Ressentiments zu überwinden und lernen sich gegenseitig kennen und lehren sich gegenseitig Toleranz. Dem einen im rassistischen Hinblick, dem anderen im Hinblick auf Respekt gegenüber unterschiedlichen Schichten, wenn man das mal so charakterisieren möchte. So, Problem, der Film wird nun kritisiert, und zwar dafür, dass er rassistisch ist. Und das, obwohl die komplette Message dieses Films eigentlich ist, dass man sich von beiden Seiten gegenseitig entgegenkommen muss, was es angeht, weil jeder rassistisch sein kann, ob er schwarz ist oder weiß ist. Und das Narrativ ist jetzt, es ist eine Erlösungsgeschichte, wo der Weiße der Erlöser ist. Was quasi bedeutet, dass jeder, der das behauptet, den Film nicht gesehen hat. Denn es geht quasi eins zu eins darum, dass der eine von dem anderen lernt. Der eine ist quasi fast zu blöd, um Worte zu gebrauchen und ist nicht in der Lage, die Sprache in einer angemessenen Art und Weise zu benutzen und wird von dem Pianisten sozusagen geschult. Und der Prolet gibt dem Pianisten einen Einblick in eine Welt, die er schon vergessen hat, weil er ja quasi in reichen Kreisen sich bewegt und dementsprechend die Bodenhaftung verloren hat. Das heißt, beide geben sich etwas. Und ich finde das extrem progressiv, dass dem so ist. Und schon der Punkt, an dem man sagt, okay, der Prolet ist der Weiße und der reiche Snob ist der Schwarze, zerstört doch schon dieses typische rassistische Denken, dass der Weiße überlegen ist, weil er ist es eindeutig nicht in diesem Film. Er ist in jedem Belang unterlegen, kultiviert, finanziell, ansehenstechnisch, intellektuell völlig unterlegen. Und er ist nicht der Erlöser, er ist im Endeffekt eine sehr, sehr traurige Gestalt, die auf einen viel, viel besseren Pfad geführt wird. Und ich halte das für eine absolute Scheindebatte. Es kann nicht sein, dass dieser Film als rassistisch bezeichnet wird. Wie? Ja, oder dass Rigor Mortensen ja gar nicht einen Oscar als Hauptdarsteller quasi da nicht hätte nominiert werden sollen als Hauptdarsteller, weil ist ja wieder der Weiße. Aber damals die ganze Geschichte ist quasi aus der Sicht des Chauffeurs aufgebaut, weil der Chauffeur einer der Drehbuchautoren ist. Also er ist ja per Definition der Hauptdarsteller. Also es sind so lauter Punkte, die da angebracht werden, wo ich mich frage, wo sind wir denn gelandet, dass wir selbst Filme, die in jeder Hinsicht eigentlich politisch korrekt sind,
dass selbst diese Filme angegriffen werden. Und dann gab es noch eine Reihe von Artikeln, zum Beispiel in der freien Presse, wo es darum geht, dass es, ich zitiere, das war nicht die freie Presse, das war ein anderer Bericht, glaube ich, dass es verheerend sei, dass ja nur, ich weiß jetzt gar nicht, vier Filme mit schwarzen Haupt- und Nebendarstellern nominiert worden sind oder gewonnen haben. Black Klansman, Black Panther, dann haben wir noch das Leben in der Bailey Street oder so. Weiß jetzt nicht mehr ganz, wie der Titel auf Deutsch war, wo es quasi um eine schwarze Community geht und so eine Liebesbeziehung da. Dann haben wir noch einen fremdsprachigen Film, also einen mexikanischen Film. Und dass es verheerend sei, dass dann The Green Book gewinnt. Den besten Film. Wo ich mir denke, diese ganzen Filme haben alle Oscars bekommen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr aufgeschlossene, variantenreiche Situation, wo der Fokus oftmals darauf liegt, dass es irgendwie um schwarze Communities geht. In allen diesen Filmen, die ich jetzt erwähnt habe, beziehungsweise jetzt abgesehen von Roma, geht es um schwarze Communities. Oder eben ausdrücklich Black Empowerment. Und da ist es. Also ich verstehe diese ganze Debatte nicht. Ich verstehe nicht, wie jetzt durch die Medien der Vorwurf geistern kann, dass die Academy wieder mal gezeigt hat, wie rückschrittlich sie ist, wenn doch so ein progressives Ergebnis bei rausgekommen ist. Ich verstehe es nicht. Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Vielleicht könnt ihr mir jetzt darlegen, dass ich Rassist bin, weil ich das so sehe. Aber ganz ehrlich, ich sehe The Green Book als ein. Das kommt ja noch hinzu, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Meine persönliche Einschätzung von diesem Film ist, es ist einer der schönsten und emotionalsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Das ist so eine positive Message, die da gegeben wird. So ein angenehmes Gefühl, das da vermittelt wird. Ich kann nicht verstehen, wie jemand diesen Film sehen konnte und nicht denken konnte, dass es ein schlechter Film ist. Auch es ist kein Effektfeuerwerk wie die Marvel-Filme. Es ist auch nicht ein Film zum Weinen. Es ist kein Drama in Schwarz-Weiß. Es ist ein sehr angenehmer, gut zugänglicher und verständlicher Film, der aber sehr, sehr tiefgründige Symboliken aufweist. Wie diese eine Szene, wo sein Chauffeur quasi den Motor repariert, während sie vor einer. Ich sag mal, einem Feld stehen, wo schwarze Landarbeiter arbeiten, die dann innehalten und zuschauen, wie quasi einer von ihnen übergestellt ist über diesen italienischstämmigen Chauffeur-Proll. Also es gibt so viele wunderbare Motive in diesem Film, dass ich mir nur vorstellen kann, dass hier wieder eine politische Diskussion aufgemacht werden soll, wo für jeden vernünftigen Menschen gar kein Raum für sowas wäre. Gut. Es würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir dort in die Kommentare. Habt ihr den Film gesehen? Was haltet ihr von der Diskussion? Wie gesagt, vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Ich kann das natürlich nur aus der Perspektive jetzt bewerten, die ich einnehme. Ich bin mehrmals in der Woche im Kino. Ich beschäftige mich schon mit dem, was da an Konkurrenzmaterial da ist und bin, glaube ich, auch in der Lage, Filmsprache dementsprechend so ein bisschen zu identifizieren. Aber ich bin halt auch noch weiß, ne? Schade. Okay, wenn euch das Video noch nicht gereicht hat, dann würde ich euch das empfehlen, was ich vorgestern hochgeladen habe oder gestern hochgeladen habe. Da geht es um 15 Schritte zur Selbstdisziplin. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal angemerkt, dass ich mich mehr mit dem Thema beschäftigen wollte. Selbstentfaltung wird dementsprechend auch viel mehr kommen. Wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Ist im Endeffekt das, womit ich mich meinen ganzen Alltag auseinandersetze. Wir sehen uns. Tschüssikowski und vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bis dann.